Hallo, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne neue Woche. Feierabend. Jetzt geht's heim zu den Babys. This is our time, this is our life. Heute ist es so mild, ich könnte mit Bruno draußen Laufübungen machen. Es ist trocken. Denke ich, kann ich mit ihm ein bisschen draußen üben heute mal wieder. Ein bisschen frische Luft. Ist auch gut. Hallo Bruni Bruno. Augentropfen Bruno. Und Pepili Pep. Und dann ein bisschen raus. Ja? Okay, gut. Mach mal. Dankeschön. Bei der Haselnuss-Kletteraktion gestern habe ich nicht nur den Schirm liegen gelassen, sondern ich habe auch noch meinen Knöchel verknackst. Das habe ich dann gemerkt, als ich gestern Abend wieder daheim war, dass der irgendwie weh tut. Und jetzt beim Gehen merke ich es auch. Ich bin gerade pflücken für die Babys. Ausbeute ist noch nicht so groß. Hier wächst auch nicht mehr so viel. Aber heute ist ja noch Physio von Bruno. Später am Abend und YouTube-Call ist heute auch noch. Das heißt, ich kann jetzt nur bei mir hier gehen und kann nicht noch groß irgendwo hinfahren. Aber es wächst immer noch ein Wiesenbärenklau, aber da ist ein Dreck dran. Nee, den kann ich nicht nehmen. Also auf jeden Fall, man findet schon was. Oh nee, hier hat sich irgendwie noch ein Tier verpuppt. Also da haben sich jetzt immer hinter den Blättern irgendwelche Tiere verpuppt. Noch letzte Flockenblume pflücken. Ich stelle jetzt schon mal Abendessen raus. Ich muss nur aufwärmen, brauche nicht kochen. Dann bereite ich schon mal die Box vor. So. Zum zweiten Mal an dieser Tür hängen. Abendessen für die Babys. Bruno ist im Tunneli-Tunnel, der arbeitet da irgendwas. Hm, Bruni, was machst du im Tunneli-Tunnel? Einmal drehen. Das schafft er super. Wie süß, Bruno ist aus seinem Tunneli-Tunnel gekommen. So süß. Ich logge mich jetzt ein beim YouTube-Call.
hatte Physio und hat es heute wieder richtig gut gemacht. Viel besser als letzte Woche. Hat sich richtig gut gehalten auf dem Balancekissen. Erik war auch kurz mit auf dem Balancekissen, das war so süß. Ich hätte am liebsten ein Foto gemacht. Er ist auch kurz mit drauf gehüpft. Huch! So, jetzt habe ich die Kamera im Auto vergessen. Ich habe jetzt schon mal die Babys alles gemacht. Abendessen musste ich doch noch schneiden, das habe ich vorhin nicht mehr geschafft. Erik, vorbildlich. Vorbildlich, der Erik. Ja, so vorbildlich. So vorbildlich bist du. Zwei Süßkekse. Hat der Erik gerade so schön den Bruno geputzt. Das war sehr schön, sehr lieb von dir, Erik. Ja, das muss er sich selber putzen. Ich glaube, Erik wurde auch von Bruno geputzt. Sind auf jeden Fall sehr verdächtige Spuren in seinem Fell. Bruni, warst du auch lieb zum Erik? Hast du dich geschmückt? Ja. Also wir haben eine Zuschauerfrage heute von Petra. Spielt ihr ein Instrument? Bis morgen um 19 Uhr. Tschüss.